Es ist Sommer und auf der Wasserkuppe sind wieder viele Flieger unterwegs und nutzen das wunderschöne Wetter. Einer, der seit 5 Jahren jedes Jahr hier ist, ist Basir. Und er wird uns jetzt erzählen, warum ein Niederländer hierher in die Rhön kommt. Mein Vater ist damals hier hingezogen für 8 Jahre. Und ja, ich habe noch nicht so wirklich von die Rhön gehört. Hm. Ja. Und dann bin ich einfach mal mitgefahren und habe mir das so angeschaut. Und gleich vom Anfang fand ich es immer sehr cool, um hier oben hier hoch zu fahren. Damals war es auch noch Winter, da war überall Schnee. Das war einfach ja, wunderschön. Wann hast du angefangen hier zu fliegen? Ja, das ist eigentlich 5 Jahre her. Dann bin ich auch hier hingezogen, habe ich Arbeit gesucht. Da habe ich mir gedacht, was wollte ich nochmal machen in meinem Leben, oder? Mhm. Ich habe ja immer viel Outdoor-Sports gemacht. Und da war ja viel Pilot hier unterwegs und da habe ich ja, es mal versucht. Wie war dein erster Flug, das Gefühl, das erste Mal abzuheben? Mein erster Flug war hier in Heubach mit Jasmin und Boris. Die haben mir dann als Fluglehrer das erste Mal in die Luft gefunkt. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich. Am Anfang, die ersten Schritte, hat man vielleicht leicht ein bisschen, oh, was passiert hier? Und dann ist es einfach sehr ruhig. Man hat sich vielleicht vorher, oh, das ist jetzt hier extrem. Aber das eigentliche Fliegen ist sehr ruhig, fast ja zen, sehr, sehr entspannte Erfahrung. Gab es schon mal einen Moment, wo du beim Fliegen Angst hattest? Ja, das gab es schon mal. Natürlich das erste Mal habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man da ein bisschen, oder Respekt dafür hat. Das finde ich ein schönes Wort eigentlich. Da gehört ein bisschen Angst dazu. Ist ja ungewöhnlich fliegen. Mhm. Und es gab auch zweimal, dass ich so, ich nenne das so Wake-up-Calls. Ja, wenn man so weitergeht, dann geht es in die falsche Richtung. Am Ende ist man doch in die Luft unterwegs. Mhm. Und ja, man kann das sehr schön als Hobby machen und da viel von genießen in Urlaub. Aber wenn man immer wieder die Grenze aufsucht, wie mit vielen Sachen in das Leben, dann wird es auch irgendwann gefährlich. Mhm. Und der Luft tut kein weh, aber wenn der Boden ein bisschen zu schnell kommt, das kann mal nicht so schön sein. Thema wunderschön auf dieser Erde. Was fasziniert dich an der Rhön? Die Rhön. Sehr schöne Natur. Biosphärenreservat. Auch heute zum Beispiel, da kann man sehen, wie gute Sicht man hat, wie weit man schauen kann. Die letzten Tagen hat es viel geregnet. Und deswegen sind alle Stoffteilchen sind aus der Luft gegangen und hat man einen extrem weiten Blick, ein bisschen Sonne und es sieht einfach wunderschön aus heute. Mhm. Kann jeder fliegen lernen? Ja, im Grunde genommen schon. Ja, fast jeden. Man muss auch natürlich einen Durchschnitt Fitnessheit haben. Man muss natürlich mit die Ausrüstung einmal an den Berg hochlaufen. Mhm. Aber ich habe mal eine Frau von 75 ausgebildet und ja, klar, die braucht dann ein paar Minuten noch ein bisschen extra Zeit, aber die schafft das auch, kein Problem. Ja, was möchtest du fliegend noch erleben? Fliegend? Ich möchte weitergehen mit Strecken fliegen, auch von der Wasserkuppe aus. Das fasziniert mich schon, dass man einfach mit der Kraft von der Natur, von hier aus zum Beispiel, ja, hunderte Kilometer fliegen könnte. Mhm. Ist ja natürlich nicht immer so einfach. Das ist eine Herausforderung und da muss viel Sachen passen. Mhm. Aber wenn es dann funktioniert, das ist, dann sieht man auch Deutschland oder hier Hessen, die Umgebung von einer ganz anderen Seite. Mhm. Was machst du, wenn du nicht in der Rhön fliegst? Wenn ich nicht in der Rhön fliege? Ja, das passiert im Sommer nicht so viel. Aber zum Beispiel im Winter. Dann, ich war mal in Japan unterwegs als Skilehrer, als Ski-Guide, habe ich viel Ski gefahren. Die letzten 2 Winter war ich dann in Brasilien unterwegs und ich reise viel. Ich habe mir mein Geld immer an Reise ausgegeben. Mhm. Ich habe kein Auto und kein Haus und das habe ich halt viel gemacht. Und dann komme ich wieder, im Sommer komme ich hier wieder zurück. Super, ich danke dir für das Gespräch. Ja, war schön.